Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ohne Zeit zu verschwenden, wollen wir doch gleich die Tür öffnen, denn wir haben einen Doktor zu jagen. Und in der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, wie wir es machen. Heute probieren wir es aus, ob es auch wirklich so geht. Aber ich denke schon. Tada! Es geht wirklich so. Jetzt aber flott. Hier geblieben. Alle rennen. Wo sind denn alle? Alle rennen, bis auf Jack, der sich gemütlich rausschlendert. Also hier geht's auf jeden Fall rein. Und wie es aussieht, müssen wir da auch rein, auf die obere Plattform. Amanda? Doktor? Strom! Ich brauche Strom! Und wieso zur Hölle ist hier schon wieder alles so verdammt hoch oben? Ja, das wäre auch kein Bauwerk für mich. Hier haben wir einen Türgriff. Ein abgefallener Türgriff. Den nehmen wir gleich mal mit. Was haben wir sonst noch alles da? Eine Luke? Da steht 4, 8, 15, 16, 23, 42. Mit den Zahlen könnte ich ja mal Lotto spielen. Ja, ich auch. Vielleicht wird's ja was. Da haben wir die Plattform bei den Baracken. Da drüben war nichts mehr, ne? Was haben wir da drüben? Einer der Ballons. Er ist noch nicht gestartet. Gut, sonst haben wir hier nichts. Dann gehen wir mal weiter zu den Baracken. Da bist du ja endlich. Der Doktor ist mir entwischt. Er ist da unten durch die Tür gerannt und hat sie dann versiegelt. Er war schneller als du, trotz seiner kurzen Beine? Sehr witzig. Schließlich kennt er sich hier aus. Wo will der Doktor eigentlich hin? Er hat etwas von einer zweiten Stromquelle erzählt. Außerdem funktioniert sein Sender besser, wenn er höher, also näher bei den Ballons ist. Also sollten wir weiter oben nach ihm suchen. Na wunderbar. Noch höher also. Und ich sorge dafür, dass er uns nicht in diese Richtung entwischt. Sprich, es liegt mal wieder alles an uns. Was haben wir da? Ein Bremsklotz? Ein solider metallener Bremsklotz. Ein solider Bremsklotz aus Metall. Wird vermutlich beim Start oder der Landung der Ballons verwendet. Da haben wir die obere Plattform, da kam mal her. Das heißt, wir haben hier zwei Wege. Da geht's zur Tür und da geht's zu den Baracken. Ah, und das ist die Tür, wo der Doktor rein ist. Diesen Weg hat der Doktor genommen und verschlossen. Wir müssen einen anderen nehmen. Das heißt, wir gehen erstmal zu den Baracken. Bleibt uns wohl auch nichts anderes übrig. Nicht wahr? Was haben wir hier? Ein großer gelber Knopf. Er ist mit der großen Glocke da oben verbunden. Komisch. Es passiert nichts. Vielleicht fehlt die Energie. Ja, und das wollen wir ja eigentlich verhindern, dass die Energie fließt. Gut, dann haben wir da einen Spind. Ein offener, leerer und schlecht gepflegter Spind. Und da haben wir nochmal einen Spind. Ein offener, leerer und schlecht gepflegter Spind. Da haben wir eine Spindel mit Zwirn. Das könnte später wichtig sein. Ein Stock, um den Garn gewickelt ist. Und der könnte mir noch nützlich sein. Vergittert. Wie gemütlich. Naja. Hab eigentlich nichts anderes erwartet hier. Was haben wir sonst noch da? Oh, da haben wir Jerry. Sieh an, er scheint den großen Abflug der Affenarmee verpennt zu haben. Was sonst noch was da? Nee, sieht so aus, wie wenn davon nur noch was wäre, aber scheint nicht zu sein. Ein offener, leerer und schlecht gepflegter Spind. Sonst haben wir da nichts.
Eine Tür. Sie ist mit einem raffinierten Mechanismus verschlossen. Vermutlich muss man einen Code kennen. Der Code, der draußen stand? Sie ist mit einem raffinierten Mechanismus verschlossen. Vermutlich muss man einen Code kennen. Der Spind hier ist zu. Auf dem Spind sind Abdrücke von Affenhänden. Ein Kleiderhaken. Ein biegsamer Kleiderhaken aus Kupfer. Ein schöner kupferner Kleiderhaken. Über der Energie gut leiden. Ich habe eine Art Spule gebastelt. Das wird nicht funktionieren. Gut. Kann man damit was machen? Aber ich glaube fast nicht. Mit dem Knopf jedenfalls nicht. Das wird nicht funktionieren. Vermutlich haben die Affenpiloten ihre Flugzeuge bestiegen, als der Alarm ertönte. Nur, dass einer verpennt hat. Und da ist nichts passiert, wenn wir das da gemacht haben. Das scheint nicht zu funktionieren. Gut. Darunter kommen wir nicht. Mit dem Türgriff können wir wahrscheinlich auch nichts machen, schätze ich doch mal, oder? Das wird nicht funktionieren. Ja, das dachte ich mir, aber ich dachte, ich probiere es lieber mal aus. Ich sehe noch keinen besiegten Doktor über deiner Schulter hängen. Ja, sehr nett. Okay. Eine Idee, kann man vielleicht die Luke aufmachen mit einem Messer? Gut, Luke ist offen. Sehr schön. Eine durchgebrannte Sicherung. Vermutlich hat der Stromkreislauf den T-Schock von vorhin nicht besonders gut überstanden. Können wir die Spule hier nehmen als Sicherung? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Nee, aber den Türgriff denke ich. Wenn ich's krieg. Und sowas macht er mit seinen Handschuhen. Eine Halterung für eine ziemlich große Sicherung. Ach, da ist der Löffel zerstört? Oder ist er drin? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er den Löffel zerstört hat. Oder ob das jetzt funktioniert. Komisch. Es passiert nichts. Vielleicht fehlt die Energie. Ich glaube, der Löffel ist weg. Eine Halterung für eine ziemlich große Sicherung. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Jetzt hilft mir das Gewehr nicht weiter. Schließlich ist es kaputt. Aber vielleicht später. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Eine gute Frage. Vermutlich hat der Stromkreislauf den T-Schock von vorhin nicht besonders gut überstanden. Das Ding ist doch durchgebrannt. Es hat keinen Zweck, es wieder einzufügen. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Und hier haben wir eigentlich auch, können wir auch nur zurückgehen. Hier liegen Drähte blank, die unter Strom stehen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen.
heißt, hier kommen wir eigentlich auch nicht wirklich wieder zurück. Aha. Da hinten gibt's auch nichts mehr. Also ich könnte schwören, dass wir diesmal alle Gegenstände haben, die wir haben können. Sehr umweltbewusst scheint der Doktor auch nicht zu sein. Affenballon hat man schon angeschaut. Können wir den einfach Amanda geben? Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Und da unten auch nichts mehr. Das wird nicht funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Komisch. Es passiert nichts. Vielleicht fehlt die Energie. Okay. Mal irgendwas in Spinden noch, was wir machen können? Spind? Nee, da auch nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Da ist auch nichts wirklich da zu machen. Und der Spind war jetzt auch leer. Und es war auch der einzigste Spind. Ziemlich blöd. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ich wollte auch nicht mit dem Spind benutzen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Was haben wir sonst noch so alles dabei? Ein solider metallener Bremsklotz. Natürlich. Der Bremsklotz war doch aus Metall. Ich habe ganz vergessen. Das sieht auch so aus wie Holz. Deswegen habe ich auch vergessen, dass der ja aus Metall ist. Dann benutzen wir den doch mal hier mit. Das schien zu laufen. Dass er das alles mit Händen reinschiebt. Er ist mutiger, als ich dachte. Oder unwissender. Wie auch immer. Jetzt drücken wir einfach nochmal auf den Knopf und schauen, was passiert. Und der Affe pennt. Ah ne, doch nicht. Und schön die Tür offen lassen. Das kleine Kerlchen hat uns den Weg freigemacht. Auf geht's! Und schon ist sie wieder weg. Kann man da was so mitnehmen? Vermutlich haben die Affenpiloten ihre Flugzeuge bestiegen, als der Alarm ertönte. Okay. Auf jeden Fall ist der Alarm jetzt komplett kaputt und anscheinend können wir auch nichts mitnehmen. Schade. Dann gehen wir weiter. Das sind die Affenballons. Was haben wir sonst noch alles jetzt hier?
Der Kasten, der die Energieversorgung der Tür steuert. Und leider auch den... Nur verrückte Akrobaten würden hier außen herumklettern. Ich wäre der letzte Mensch, der das bei dieser Höhe tun würde. Da habe ich ihn leider unterbrochen. Der Kasten, der die Energieversorgung der Tür steuert. Und leider auch den Strom, den der Doktor für seinen Sender braucht. Da vorne ist er. Oh nein. Hat er etwa schon den Sender aktiviert? Nein, denn mit deiner Alarmaktion hast du den Stromkreis durchgeschmolzen. Dann schnappen wir ihn uns. Genau. Ich muss nur noch diese Tür öffnen. Na dann los! Es gibt da nur ein Problem. Um diese Tür zu öffnen, brauche ich wieder Strom. Und das würde ich auch hinbekommen. Aber? Ganz einfach. Wenn wir Strom haben, um diese Tür zu öffnen, dann hat der Doktor auch wieder Strom, um seinen Sender zu aktivieren. Oh. Das ist ein blödes Dilemma. Können wir nicht nur ein bisschen Strom machen? Nur für die Tür? Jack, du hast wirklich überhaupt keine Ahnung von Elektrizität. Wir müssen es riskieren. Dann hilf mir bei der Reparatur. Ich brauche eine neue Spule. Die, wo wir vorhin gebaut haben. Diese Spule ist kaputt gegangen. Dadurch funktioniert der Stromkreis nicht mehr. Perfekt. Das passt. Aber bevor ich die Tür öffne, solltest du dich noch irgendwie bewaffnen. Aber wie? Ich glaube kaum, dass er vor meinem Taschenmesser Angst hat. Denk dir halt irgendwas aus. Wir müssen wertvolle Sekunden schinden. Sobald ich den Strom aktiviere, kann er seinen Sender benutzen. Ich hätte noch ein kaputtes Gewehr. Stopp, du Verrückter! Hier... ist Endstation. Mit was willst du mich denn aufhalten? Mit diesem kaputten Gewehr etwa? Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Und jetzt entschuldigt mich. Ich habe eine Welt zu beherrschen. Du Vollidiot. Der steht da wie eine Zielscheibe und du schießt vorbei. Na gut. Dann muss ich mich wohl geschlagen geben. Hey, Jack. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich eile zu deiner Rettung. Bitte nicht. Hätte nicht gedacht, dass ich mich über das Empire mal so freuen würde. Nicht treten! No. Macht's gut, ihr Versager! Komm schon, Jack. Du kannst das. Lass ihn nicht entkommen, verdammt nochmal. Ah, er hat's geschafft. Wer hätte das gedacht, dass er das schafft? Und wir haben ihn gehabt. Geben Sie auf! Wir haben Sie umzingelt! Her! Damit das Signal auch wirklich bei den Affen ankommt, wenn ich den Knopf drücke! Im Augenblick meines Triumphs werde ich keinen Fehler mehr begehen. Jack, er hat den Auslöser noch nicht gedrückt. Die Bomben wurden noch nicht abgeworfen. Die Welt ist noch nicht untergegangen? Auf irgendwas wartet er noch. Das müssen wir ausnutzen. Höher! Nur noch ein Stückchen höher! Dann ist es Zeit für den roten Knopf und den Untergang des Empire! Ja, wir hätten, wie ich schon sagte, wir hätten ihn fast gehabt, wenn unser toller britischer Geheimagent nicht gewesen wäre. Aber nun gut. So wie es aussieht, heißt das in der nächsten Folge wohl das Finale.